wenn man so Songs schreibt, dann hat man ja manchmal Songs, da weiß man ganz genau, das ist so jetzt das Herzstück der Platte für einen selbst. Da ist halt alles, was einem wichtig ist, drin gesagt. Zum Beispiel bei dem Song über meinen Vater war das so. Da war klar, als ich ihn geschrieben habe, da war mir klar, okay, da muss ich jetzt wirklich auch, da darf jetzt auch nicht irgendwie mal irgendeine Zeile eigentlich scheiße sein, aber reimt sich halt, sondern es muss wirklich halt hundertprozentig stimmen alles und authentisch sein, was ich natürlich immer versuche, aber gut, das klappt natürlich nicht immer. Aber man versucht es zumindest. Und es gibt manchmal Songs, da ist dann die Melodie cool, der Text ist eigentlich auch ganz geil, es reimt sich alles, es klingt auch gut, es hat auch durchaus eine Grundaussage, aber das Herzblut ist jetzt nicht so sehr da drin. Was jetzt bei dem nun kommenden Song eventuell auch daran liegen mag, dass ich ihn gar nicht alleine geschrieben habe, sondern meinem Freund John Wesley Harding und deshalb eben auch ein Teil des Textes von ihm ist und deshalb natürlich logischerweise da seine Gedanken drin sind und nicht meine. Ganz selten, manchmal passiert es aber auch, dass das Leben einen Song einholt. Und das ist bei diesem Song nämlich so geschehen. Der Song heißt Life's Too Short for Long Goodbyes. Das Leben ist zu kurz für lange Abschiede. Und wie gesagt, reimt sich alles tolle Melodie, wurde sogar der Opener der Platte, aber das Leben hat ihn eingeholt. Und zwar, als vor 4 Jahren dann ein LKW in meinen kleinen PKW fuhr, als ich gerade versuchte, aus einer Straße abzubiegen. Und ja, das hat nicht so ganz geklappt. Und ich halt dann diverse Knochenbrüche hatte und eben wirklich so ein paar Zentimeter echt so, ja, wahrscheinlich am Grabstein vorbeigerannt bin. Und danach hat man natürlich plötzlich ganz andere Gedanken zu so einem Song oder überhaupt zum Leben an sich, denn man denkt halt immer, okay, ja okay, meine Beziehung ist eigentlich scheiße, ehrlich gesagt, läuft nicht, aber das lasse ich erstmal so laufen. Irgendwann, dann ändere ich das, dann finde ich meine Traumfrau und dann mache ich das neue Leben oder was auch immer. Oder mein Job ist scheiße, gefällt mir überhaupt nicht, aber naja gut, ich mache das jetzt erstmal, aber irgendwann mache ich das, was ich eigentlich will. Es gibt ja tausend Sachen, die jeder so vor sich her schiebt und eigentlich, ja, passiert nicht viel und dann plötzlich passiert nämlich doch was und dann kommt nämlich dieser LKW und dann macht es einmal und das war's. Und dann, ja gut, also Grundaussage, wenn ihr was habt, ändert es jetzt. The lawyer and the waitress, the baker and the priest, the milkman and the old guy, the beauty and the beast, the loner and the gutter, or the little corner shop. They all would like to break this rule, but one clock never stops. It never stops. It never stops. Yeah, time don't wait for no one, especially not for you. The only thing you haven't done, you never can redo. So get over it, get on with your life, it won't matter anyway. Take a deep breath, shut your mouth and dive, there's nothing left to say. Because life's too short for long goodbyes, endless pain and senseless cries. Don't look back, just walk on straight, turn the page and refuse to wait for a dream that slowly dies. For long goodbyes. I've always been a loner, the outsider, the freak. Die Strophe ist jetzt von mir. Und zwar, das ist wirklich wahr. Denn meine Eltern sind super liebe Menschen, aber sie sind Akademiker. Und das ist nicht schlimm, es sei denn, man ist ein pubertierender 13-Jähriger. In einer Zeit, wo alle die neuen, was weiß ich, Puma-Schuhe oder Mustang-Pullover oder irgendwas in dieser Art anhatten. Und ich wiederum mit kanadischen Waldbrandaustretern zur Schule gehen musste. Also sprich, irgendwelche Gesundheitsschuhe, die laut meiner Mutter das Fußbild des heranwachsenden Kindes unterstützen. Aber eben wie gesagt, in der Schule wurden sie Quadratlatschen genannt. Oder mit einer Brille, die mir den Spitznamen Opa-Brille in der Schule bescherte. Aber meine Mutter hat halt irgendwo rausgekriegt, also die das Hornbrillen halt das heranwachsende Nasenbein nicht ganz so belasten wie Metallbrillen, die dadurch die coolen Kids getragen haben und so weiter. Also es geht halt so weiter, ne? Dann hatten wir keinen Fernseher, weil, ehrlich gesagt, ist das was ich heute sogar ganz gut finde, weil ich habe auch keinen Fernseher mehr. Ich finde es total nervig, was da läuft und diese Verblödung brauche ich auch nicht. Aber damals war es natürlich so, wer die letzte Flipper-Folge nicht gesehen hatte, konnte halt nicht mitreden auf dem Schulhof und man war halt der Loser.
sprich ich. Und man ist ja immer so, der Älteste schafft es nicht, der kleine Bruder schafft es dann, das freizukämpfen. Ne? Also, sprich, mein Bruder hat es dann irgendwann geschafft, es wurde tatsächlich ein Fernseher gekauft, ein Schwarz-Weiß-Fernseher mit einer Antenne, die man so ausziehen konnte, so tragbar, so groß ungefähr. Ne? Der wurde dann im Schuhschrank gelagert, im Treppenhaus. Das wussten wir natürlich nicht, nein. Und dann war es also immer so, also wir mussten dann immer, es wurde eine Fernsehzeitung abonniert von meinen Eltern, die dann auch wirklich, wir mussten dann genau ankreuzen, was wir sehen wollten, dann wurde das von meinen Eltern geprüft, also wirklich auch, ob das jugendgefährdend ist oder nicht und so. Spielfilme waren grundsätzlich verboten, weil mein Vater irgendwo gehört hat, dass Spielfilme also nichts für Kinder sind. Egal, was das dann war, das konnte auch irgendein Tierfilm sein, Spielfilm, nein, nein, dürft ihr nicht sehen, okay. Also blieb es halt bei irgendwelchen Kinderserien, okay, ist ja auch in Ordnung und dann war es halt so, das begann wegen 16:10 Uhr, also wurde 16:09 Uhr der Fernseher gebracht, da verkabelt, angeschlossen, das Antenne rausgezogen, dann konnten wir das halt sehen in Schwarz-Weiß. Es gab ja 5 Programme damals bei uns in Deutschland, halt 1, 2, 3 und DDR, genau. Und, aber DDR auch nur manchmal, wenn die Antenne richtig stand und so. Und dann war es eben so, also dann durften wir das gucken und dann war das meinetwegen 17:20 Uhr, sage ich jetzt mal, zu Ende. Dann konnte man davon ausgehen, dass mein Vater 17:15 Uhr schon im Raum stand. Ist das denn schon vorbei? So, dass man den Schluss eigentlich gar nicht verstanden hat. Dann wurde dieser Fernseher natürlich dann die Antenne gleich mitgenommen, Kabel konnte man wieder aufrollen, Antenne wieder eingeklappt, ab in den Schuhschrank und das war's. Na gut, Kinder sind ja nicht ganz so doof. Sprich, was passierte, ist genau der gegenteilige Effekt, nämlich wir wurden fernsehsüchtig. Was passierte also? Meine Eltern gingen dann irgendwann ins Bett oder wir gingen ins Bett zumindest. Dann wurde halt barfuß die Treppe runtergetapft, dieser Fernseher aus dem Schuhschrank, aus dem Putzschrank geholt. Aufgebaut und dann natürlich nachts bis in die Puppen geguckt, bis da, gut, Puppen, das war damals, Sendeschluss war glaube ich 0:20 Uhr, da war dann noch sowieso nur noch das Testbild und dann haben wir halt dann den wieder runtergestellt, das wurde auch original nie entdeckt. Das haben wir aber durchgezogen bis zum Exzess. Erfolg war natürlich, die Schule wurde viel schlechter, weil wir immer nur in der Schule am Schlafen waren, weil wir nachts halt dann irgendwelche, es war ja auch nicht so ungefährlich, was da lief, es waren die von irgendwelchen Humphrey Bogart-Filme, die waren dann nachts um 11, weil das ja damals schon ab 18 war. Also sprich, es war ja auch nichts Schlimmes, aber jedenfalls, das war so unsere Jugend. So, und davon halt dieser Song von dem nicht ganz so berühmten, beliebten Ferdi in der Schule. I've always been a loner, the outsider, the freak. On the schoolyard I got beat up 7 days a week. But I finally made it out of this vicious circle game. And there ain't no doubt about it. Now they know my name. Yes, they do. Ich war auf einem Klassentreffen. Da erzähle ich jetzt aber nicht, sonst kommt er zu spät zu seinem Zug und ich habe gar kein Publikum mehr, das wäre scheiße. Darum mache ich weiter. Cause life's too short for long goodbyes, endless pain and senseless cries. Don't look back, just walk on straight. Turn the page and refuse to wait for a dream that slowly dies and a million different alibis. On the road to keep your eyes, cause life's too short for long goodbyes. Okay, eine Geschichte erzähle ich doch noch, die gehört nämlich zur nächsten Strophe. Das ist immer der Ferdi erzählt aus seinem Lebenssong. Und zwar hatte ich ein Interview letztens, oder vor 2 Jahren, letztens ist gut, mit einer Reporterin in einem wirklich richtig, richtig feinen Restaurant. Und mitten in diese, ja, feine Stille sagte sie dann, ja, ich habe da mal eine Frage zu deinem Text, ich verstehe das nicht so. Was heißt da in diesem Zusammenhang denn eigentlich Hardcore? Und die Leute alle, oh Gott, ne, also Stille, man rümpfte elegant die Nase. Und ja, ich sagte dann, ja, also das ist ja eine Musikrichtung, es ist auch, heißt das, also natürlich ist es auch jetzt das, was du meinst, aber es heißt auch einfach, dass irgendwas halt sehr extrem ist im Englischen und so. Naja, anyways. Peinlichkeiten sind immer meine. Kennt jemand von euch Henry Rollins? Ja. Henry Rollins, Hardcore-Legende der ersten Stunde. Black Flags. Die Rollins Band hat schon hier gespielt. Nee, ne? Ehrlich? Oh, hier. Mother Superior. Ich fühle mich geehrt. Achso, aber ohne Henry. Ohne Henry. Ja, ist klar. Okay, gut, dann fühle ich mich jetzt nicht ganz so geehrt. Okay, aber cool. Ich habe ihn übrigens dieses Jahr getroffen in Wacken. Sehr, sehr tolle Begegnung. Und zwar auf jeden Fall, Henry Rollins ist wie gesagt ein Workaholic, der schreibt Bücher, der nimmt Platten auf, macht inzwischen halt Talking-Shows, sprich, er geht mit einem Glas Wasser bewaffnet auf Bühnen und erzählt 2 Stunden lang ohne Punkt und Komma und ohne sich zu verhaspeln und so, dass man das sofort auf Platte pressen kann. Coole Stories und das finde ich sehr geil und darum habe ich mir ganz tolle Henry Rollins Talking-Shows
CDs bestellt und seitdem fahre ich immer Auto und Henry erzählt mir eine Geschichte. Das war dann in diesem Falle auch so, nämlich ich war auf dem Parkplatz meines örtlichen Edeka-Marktes. Ihr müsst los, ne? Okay, dann erzähle ich die Geschichte dem Thekenpersonal zu Ende. Scheißegal. Auf jeden Fall. Ja, vielen Dank fürs Kommen, war cool. The audience is leaving. The artist remains on stage. Nichtsdestotrotz die Geschichte. Also, ich fuhr auf den Parkplatz meines örtlichen Edeka-Marktes. Es war Sommer. Das Fenster war heruntergekurbelt. Henry war gerade in Rage. Und da waren zwei alte Damen, die auch in meiner Straße wohnen, die da mit ihren Gehwagen lang gingen. Und wie gesagt, es war heiß, mein Radio war an und es ging von raus. Die alten Damen fielen von halb über ihre Gehwagen und ich grüßte freundlich. Er machte Henry leiser, kurbelte das Fenster um. Seitdem mache ich es anders. Seitdem wird erst Henry leiser gemacht, dann das Fenster hochgekurbelt, dann auf den Edeka-Markt gefahren. Aber ich bin trotzdem verschrien als der Freak. I'm standing on the street now, my car keys in my hand. You made me learn the hard way, and I still don't understand. The words you said before me finally shut the door. They sounded so familiar, and they sounded so hardcore. 'Cause life's too short for long goodbyes, endless pain and senseless cries. Don't look back, just walk on straight. Turn the page and refuse to wait for a dream that slowly dies. And a million different alibis on the road to keep your eyes. 'Cause life's too short. Life's too short. 'Cause life's too short for long goodbyes. Goodbye.